Ja, das dachte ich mir auch gerade so. Okay, aber jetzt. Das war mindestens eine 10.0. Mindestens. Guck mal, liebes Elfchen hier, willst du eine Banane haben? Na, will das Elfchen eine Banane? Nennst du mich etwa einen Affen? Ich hätte schon gerne eine Banane. Kommt nicht in Frage. Schlimm genug, dass ich den Affen spielen muss. Da muss ich mich nicht auch noch beleidigen lassen. Aber du bist nun mal der bessere Affe. Was willst du damit sagen? Ist doch egal jetzt. Ich habe Hunger. Und so wie du dich anstellst, bekommen wir nie die 5 Slotty. Ich nehme die Banane. Ach, du triffst jetzt die Entscheidungen, oder was? Oh, Entschuldigung. Ich und mein Affe nehmen gerne die Banane. Du wagst es? Hey, komm zurück, du Affe. Mist! Ja? Was sitzt du denn hier so faul rum und hältst Maulaffenfeil? Na los, zeig Leben! The show must go on! Wie denn ohne Partner? Ich könnte ja einen Augenblick kurbeln. Vergiss es! Ich werde garantiert nicht noch einmal den Affen spielen! Aber wenn du den Part übernehmen willst, schnapp dir den Filz und los geht's! Nee, lass mal. Ich wäre ein lausiger Affe. Na und? Das war ich auch! Wir hätten misstrauisch werden sollen, dass der Kindergarten alle Faschingshüte auf einmal an die Straße gestellt hat. Was? Dann nehme ich mir die Kurbel jetzt einfach. Kann ich mir die Kurbel ausleihen? Nimm ruhig. Ich brauche erst einen neuen Partner, bevor ich wieder leiern kann. Und diesmal bin ich garantiert nicht das Äffchen. Das werden wir doch sehen. Aber denk dran, ich brauche die Kurbel zurück. Ja, klar. Ja, natürlich. Wiedersehen macht Freude und so, ne? Kennst du ja. Jetzt haben wir endlich eine Kurbel für den Wagenheber. Moment mal. Auch in diesem Jahr geht der Preis für das dämlichste Inventarrätsel an die Kurbel. Applaus, Applaus. Yay. Okay, alles klar. Dann kurbeln wir uns zum Glück. Au revoir, mes amigos. Möge dieser Wagenheber euren Wagen in ein besseres Leben heben. Eben. Ja. Rufus, Poet, Menschenfreund, Brückenpatient. Ja, aber doch ein bisschen schwieriger. Jetzt sind ja Gun und Jun oben. Ich muss dann mal wieder weg. Abi grüßt, Rini hauen, ich bin dann mal raus. So, Lotti, alles klar soweit? Nur trödel nicht so rum. Jetzt ist die Zeigtaschenfrau da oben. Gun und Jun. Er ist ja schon fast ein niedliches Paar. Gun? Gun, alter Haudegen! Was machst du denn hier? Hey, Rufus, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Kein Grund, diesen sarkastischen Ton anzuschlagen. Ich weiß, ich hab dir übel mitgespielt. Aber ich habe mich gebessert. Ach, das weiß ich doch. Ich wollte es ja zuerst nicht glauben. Aber dann hast du uns dieses tolle Stadtgrundstück organisiert. Hab ich das? Ist ja seltsam. Habe ich nicht schon mit Gunjun gesprochen gehabt? Ach ja, die guten alten Zeiten, ne? Aber Rufus, darüber haben wir doch schon gesprochen. Wirklich? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Kann nicht so interessant gewesen sein. Wie ist es dir ergangen? Aber Rufus, darüber haben wir doch schon gesprochen. Wirklich? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Kann nicht so interessant gewesen sein. Ja, das ist wohl. Warum kommt ihr nicht raus in die Sonne? Verlockend ist es ja schon. Aber Gun, deine Grasallergie. Herrje, dann steht ihr halt mal einen Augenblick. Es ist ohnehin nicht gut, wenn man in einer Beziehung zu sehr aufeinander hockt. Sagte der Mann, dessen Freundin ständig an irgendwelchen bizarren Bewusstseinsunpässlichkeiten leidet. Bewusstseinsunpässlichkeiten, das muss ich mir merken. Wo ist sie überhaupt? Okay, anderes Thema. Ja. Wir sehen uns. Ja, ja, bis dann. Ciao, Rufus. Kicken wir doch mal. Toni? Toni! Lotti? Oder Bambina? Ich weiß es nicht so recht.
Sergeant Bambi hängt ja lieber bei Bosos Mutti rum. Hm. Hey, ich hab doch den Klappstuhl. Liege. Ich hab hier einen Liegestuhl für euch. Ach, Rufus. Das können wir unmöglich annehmen. Natürlich könnt ihr. Aber der war doch bestimmt teuer. Ihr könnt ja später was dazugeben, wenn ihr wieder flüssig seid. Wer braucht schon Geld, wenn er anderen eine Freude machen kann? Wow, Rufus, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie wär's mit Danke? Ach ja, danke, Rufus. Und verlass dich drauf, du bekommst dein Geld. Keine Eile. Klappstuhl, du. Geht es voran? Nicht wirklich. Siehst du das hier? Ich wünschte, man hier muss ich auch einen Nippel durch die Lasche. Ich wünschte, es gäbe eine Bedienungsanleitung. Tja, man kann nicht alles haben. Oh, ist das herrlich. Hier, mal ein paar Leine runterhauen. Was ist das denn jetzt? Eine Anleitung, wie man diesen vermaledeiten Klappstuhl aufstellt? Nein. Scheiße, jetzt habe ich Blut am Daumen. Dann muss das eben warten. Habe ich Blut am Daumen? Ja, ein paar Monate. Was ist das denn jetzt? Eine Anleitung, wie man diesen vermaledeiten Klappstuhl aufstellt? Nein. Scheiße, jetzt habe ich Blut am Daumen. Dann muss das eben warten. Blut am Daumen. Okay. Ist er nicht süß? Wer jetzt so? Ach, gut. Ja, und wie? nein, das meintest du ernst, ne? Oh je, der verliebte Blick. So, niedlich. Okay, ist ja schon so ein bisschen witzig. Ein bisschen doller. Vielleicht. Es ist zu gemein, nee, also. Ja, doch, ich mach's. Sag mal! Wie oft willst du eigentlich noch kurbeln? Ich weiß nicht. Gibt's da ein Limit? Ja, und das ist aufgebraucht. Och, komm schon, noch eine Runde. Na gut, ein einziges Mal darfst du noch kurbeln. Yay. Dann will ich meine Kurbel zurück. Verstanden? Deal. Ja. Kurbeln. Nee. Warte mal, was mache ich denn da? Das war blöd. Na los, ihr kennt das Spiel. Husch! Traurige June. Oh. Alles klar bei dir? Nichts ist klar. Es war alles so perfekt. June und ich hatten ein kleines Grundstück mitten in der Stadt. Und dann wurden wir voneinander getrennt. Och je. Ja, diese Stadt ist eben ein Dschungel. Da kommt so mancher unter die Räder. Armes Tuff. Ich kann auch den Heizstrahler nehmen. Kann oder? Ich mir den Heizstrahler ausborgen? Ja, nimm ihn ruhig. Gegen die Kälte des grausamen Schicksals, das Guno mich auseinandergetrieben hat, kommt er ohnehin nicht an. Wow, okay. Dankeschön. Iva. Ach ja, ist das schön. So, wir haben den Heizstrahler. Yay. Lass mich erst wieder runter. Sprosse. Das war keine glatte 10%. Gut. Können wir jetzt endlich das Nachtlager beheizbar machen? Ich hab die geile Idee. Fehlt nur noch Stromibert. Stromibert. Stecker. In die Steckdose. Scheibenhonig. Das Kabel ist zu kurz. Dann nimm halt die untere Steckdose.
rumläuft, aber es passiert nichts. Da gehört eine Sicherung rein. Oder wahlweise einer dieser praktischen Stromumkehrer, die in diesem Spiel bislang enttäuschend spärlich gesät sind. Das stimmt allerdings, ja. Wir haben jetzt extrem wenig von denen gehabt. Und dann die Sicherung. Nee, die steckt zu fest. Kein Wunder, die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. So, Rotzis, Schlafenszeit. Aber es ist dunkel und kalt. Bisschen Angst. Oh, ey. Meckerkatze24.de. Mindestens. Ah, ich habe gedacht, vielleicht die Kinder ranholen können, dass die ein bisschen an der Sicherung ziehen. Aber. Ja, naja, Oh, jetzt nicht so gut durchdacht, glaube ich. Türsteher. Da komme ich immer noch nicht vorbei. Almighty! Was soll denn das werden? Na, wonach sieht's denn aus? Ich gehe in den Pub. Mit deinen Stöpseln im Schlepptau? Bist du ungesund gefallen oder was? Das sind nicht meine Stöpsel, ich muss doch bitten. Ja. Das hat Paps auch immer gesagt. Und dann hat er Macy und mich vor der Kneipe angeleint. Und? Hat es euch geschadet? Bei Macy weiß ich es nicht. Ihre Leine ist irgendwann gerissen. Oh. Das heißt, Kollege Schnürschuh ist immer noch angeleint. Okay. Yay, hat's geschafft. Es ist zwar traurig, aber... Was ist los? Oh, June ist fort. Oh. Ach, Frauen. Dabei fällt mir ein, du schuldest mir noch Geld für die Liege. Das tut mir leid, Rufus. Ich bin komplett pleite. Vielleicht wäre es jetzt Zeit für einen Job. Gar nicht. Dann heul nicht rum und such... Als Teigtaschenverkäufer? Du, Rufus, ich weiß nicht. Glaubt aber, was ist denn das? Ein Schmuckerbewerber? Was? Hey! Teigtaschen. Nur ein Slotty 25 das Stück. Bravo! Zugabe! Ein bisschen eklig ist es ja schon. Hey, Teigtaschen. Teigtaschen, nur ein Slotty 25 das Stück. Au, wie ich sehe, hast du dich in deinen neuen Job ja schon richtig reingearbeitet. Teigtaschen. Was ist denn mit ihm los? Er konzentriert sich. Du bist immerhin sein erster Kunde. Bist du dir sicher? Teigtaschen. Er wirkt irgendwie so somnambul. Teigtaschen. Vertrau mir. Das ist ganz normal. Der Wirt muss sich erst noch an den Symbionten gewöhnen. What? Der Wirt Teigtaschenwirt. Eine ganz normale menschliche Berufsbezeichnung. What? Hey, Goon. Teigtaschen. Nur ein Slotty 25 das Stück. Ich finde, er macht das richtig gut. Okay. What? Was wollte ich denn jetzt machen? Ich habe eine Idee. Wir könnten uns verkleiden. Und dann stiften wir Verwirrung. Das, Rufus. Und dann nutzen wir unsere unglaubliche Fähigkeit, das Chaos zu beherrschen, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich glaube, alles, was dieser Plan braucht, ist noch ein bisschen Feinschliff. Okay. Ich würde ja eine neue Stimmauszählung beantragen. Leider fehlt mir das entsprechende Formular. Das könnte ein Hinweis sein. Machen wir zurück zum Zellenblock durch den Kriechgang. Jetzt mal ein neues Formular. Gut.
Vielleicht können wir jetzt hier, ja, ja, so weit, so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Nicht nochmal. Das war schon beim ersten Mal stressig genug. Okay, wir können vielleicht die noch anziehen. Yeah. Toll, jetzt komme ich nicht mehr rein, oder was? Er schläft wie ein Baby. Was genau genommen noch besser so ist. Okay. Ich habe ihm nichts mehr zu sagen, außer eins. Mach's gut, du trübe Tasse. Gehen wir mal in den Kriechgang zurück. Als Organon. In diesem Aufzug sollte ich da lieber nicht reinlaufen. Am Ende nehmen die mich noch unter Beschuss. Das ist blöd. Ziehen wir uns mal wieder um. Und versuchen wir es mal. Ich habe hier dieses Antragsformular A38. Ich würde ja eine neue Stimmauszählung beantragen. Leider fehlt mir das entsprechende Formular. Ich habe doch ein Formular. Da ist der Wurm schon drin. Da ist... Zahnbürste vielleicht? Ich habe eine Idee. Ich halte ihn fest und du polierst ihm die Fresse. Mit einer Zahnbürste? Ja, klar. Du hast keine Ahnung, was man normalerweise mit so einer Zahnbürste macht, oder? Er kann sich schon mal einen Strick besorgen, aber nicht auf diese Weise. Strick? Die sind ja wie hintereinander bei 40, 60 und 95 Grad. Ja. Nicht Rufus, Janosch. Ich würde ja eine neue Stimme auszählen. Leider fehlt mir... Ich hab doch ein Formular. Solange das Formular nicht ausgefüllt... So ist er nun doch ein nützliches Mitglied der Gesellschaft. Wenn das kein Happy End ist. Ah, ja. Brauchst du die Kurbel noch lange? Hetz mich nicht. Es kann ja nicht jeder so einen Affenzahn drauf haben wie du. Definitiv. Aber heißt das, ich bin die Kurbel nochmal Hey, ich hab gesagt, genug gekurbelt! Aber... Nein! Och, Menno. Yay, ich hab die Kurbel wieder. Auch in diesem Jahr geht der Preis die Kurbel... Hey, ich... Aber... Okay. Vielleicht kann ich ja mit... Mit der Kurbel. Vielleicht jetzt hier die Sicherung. Damit kriege ich die Sicherung auch nicht gelockert. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Einfach gegenschlagen. Wer möchte Onkel Rufus beim Kurbeln helfen? Aber Herr Rufus, Kinderarbeit ist doch verboten. Ja, wozu seid ihr denn überhaupt zu gebrauchen? Ja, ich blöde mal. Frage. Zu nichts. Gleich beantworten können. Dann kriegt er jetzt einfach die Kurbel. Nur wofür? Wofür? Wir haben fast Kurbel. Casaboso. Wollt ihr eine Kurbel? Hallo? Noch ein Pyjama-Foto. Putzig. Ja. Damit bin ich hier an der falschen Adresse. Du, Opa? Komm mir nicht in die Quere, Junge. Einige meiner geheimen Zutaten sind hochexplosiv. Und ich muss mich schon genug konzentrieren, um meinen Papa Parkinson im Zaum zu halten. Papa Pokerface. Du, Opa, haben wir nicht einige. Und ich muss.
Parkinson. Hallo? Und wieder der Herpes. Wie goldig. Ja, okay. Boso, es gibt lecker Happy Happy. Hey, Boso. Sag, Da komm schon. Ein für Mama, Boso. Will ich. Hier eine Kurbel. Ich werde dich schon wieder in Schwung bringen, Kumpi. Und ich weiß auch schon wie. Dreh dich mal bitte auf den Bauch. Ja, nicht in Frage. Dann eben nicht. Ja, schon gut, alter Brummbär. Ja, dreh dich mal auf den Bauch. Aha. Sollte gehen. Definitiv. Zur Redaktion. Haben wir hier was zum Kurbeln? Wirklich. Vielleicht kann ich die Kurbel ja gebrauchen. Gute Neuigkeiten. Ich habe ein Motiv. Echt jetzt? Was ist es? Komm mit, ich zeig's dir. Oh je, das ist aber hoch. Heul nicht rum und halt den Fotoapparat bereit, weil ich das, was ich jetzt tue, nur einmal tun werde. Sei denn, das Foto wird nicht gut. Na, dann machen wir es nochmal. Jupp. So, Kurbel. Die Idee kann ich getrost. Bei den Bosus. Vielleicht sollte ich eine Frage mit können. Ich kann schon. Mama Boso hätte die ruhig mal beschriften können. Echt mal. Dadurch kommt die Sache auch nicht. Dadurch kommt die Sache auch. Dadurch kommt die Sache. Dadurch kommt die Sache. Okay, wir sind an dem Punkt, wo wir da wahllos irgendwelche Sachen miteinander kombinieren. Mark. Folgen wir aber auch überall hin. Hier ist aber auch nichts, wo ich die Kurbel gebrauchen könnte. Wie es scheint. Kann ich. Ich versuch mal was. Auch wenn ich der Meinung bin, dass es absolut nichts bringen wird. Ich hätte da eine einmalige. Wozu denn? Ja, wegen der Wert. Es gibt und die. Ach ja. Rufus, weißt du? Ja. Betrachte Jonio. Sorry, hat mal das. Ich schon. Hätte da eine. Wozu? Ja, wegen Wert. Es gibt und die. Ach ja. Ich hab die geile Idee. Ich gebe euch mein Babyphone. Dann könnt ihr mich immer kontaktieren, falls mal was ist. Nicht nötig. Wir bleiben einfach direkt hinter ihm. Das ist sicherer. Holt euch lieber nochmal eine zweite Meinung ein. Ich mach. Vielleicht kann ich ihm. Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache. Irisch. Irisch. Ich krieg kein Freizeichen. Das muss an diesem Missing Link zwischen Mensch und Affe liegen. Ah, ist das schön. Na los, ihr kennt das Spiel. Husch! Vielleicht kann ich ihr die Kurve geben. Der traurigen June. Irgendwie bezweifle ich, dass sie das aufmuntern wird. Vielleicht das. Irgendwie bezweifle ich, dass sie das aufmuntern wird. Dadurch kommt die Sache auch nicht. Mama Boso hätte die ruhig mal beschriften können. Mama Boso hätte. Ich habe es nicht nötig, Beweise zu fälschen. Immerhin stehe ich ja nicht vor Gericht. Sehe ich ähnlich. Hier, halt mal kurz. Er soll mir nicht helfen. Er soll doch einfach nur ein Bild machen. Wie soll ich denn. Solange ich keine Falle habe, brauche ich auch keinen Köder. Ja, aber wie soll ich denn. Die Idee kann ich getrunken. Bei den Bosen. Ich würde ja. Die Idee jetzt kann ich. Bei den Bosen. Vielleicht sollte ich eine. Hiermit könnte ich mir nicht mal eine Grippe einfangen. Ich will doch eine Falle bauen.
irgendwie war das noch nicht so heldenhaft. Das zeigt doch nur, wie wenig du von Heldentaten verstehst. Man muss immer bis zur letzten Sekunde warten, sonst wirkt es nicht. Ha. Weil nicht rum. Und? Haben Sie schon etwas gefunden? Ich guck noch rum. Ich würde mir ja gerne so einen Strick mal mitnehmen. So aus wissenschaftlichen Gründen und so. Hat der Toni nicht ein Rezept ausgestellt? Komme ich denn da ran? Ist es hier im Spinn vielleicht? Nope. Ach ja. Ein bisschen blöd bin ich ja schon. Guck mal, was hier hängt. Toni hat von ihrem Therapeuten ein Rezept bekommen. Suspendan Hals- und Wirbelsäule Akutpforte. Einmalige Anwendung. Was ist das? Ein Rezept für einen Strick. Ich habe es hier in Augenhöhe aufgehängt, um es als Option im Hinterkopf zu behalten. Für den Fall, dass du wieder auftauchst. Kann ich es haben? Nachdem ich jahrelang dafür gebetet habe, willst du dir also endlich einen Strick nehmen? Heute muss mein Geburtstag sein. Oh, und ich habe keinen Kuchen dabei. Geschweige denn 100 Kerzen. Nimm das Rezept und verschwinde. Bin schon weg. Dankeschön. Schön, dass du wieder die Alte bist. Mit Betonung auf alt. Raus! Ich habe jetzt schon fast befürchtet, dass ich wieder per zweitem Rufus die Babyfon kontaktieren muss. Okay. Herr Therapeut, ich habe hier ein Rezept. Was haben Sie denn da? Moment mal! Das ist ja meine Unterschrift. Wissen Sie nicht, dass es illegal ist, sich fremde Rezepte anzueignen? Na und? Streng genommen ist es auch illegal, Verkehrsschilder zu übermalen. Oder Feuerlöscher mit Brennspiritus aufzufüllen. Wenn ich es mir recht überlege, behalten Sie das Rezept ruhig. Okay. Ging das an die Strickhändler? Ich habe hier ein Rezept für einen Strick. Darf ich mal sehen? Ah ja, so einen habe ich noch auf Lager. Hier, brauchen Sie vielleicht noch Imprägnierspray? Zu dieser Jahreszeit kann es an manchen Brückengeländern noch recht feucht sein. Das ist schon in Ordnung. Moment mal, das ist ja nur ein Schnürsenkel. Tja, ein besseres Modell übernimmt Ihre Krankenkasse leider nicht. Ach, Mist. Tut mir leid. Die höchstens vielleicht mit draufzahlen. Ja, ich weiß es nicht so genau. Das läuft nicht weg. Okay. Das läuft nicht weg. Das muss ich nicht extra ausloten. Das sind genau 4 Portionen. Ui. Das läuft nicht weg. Vielleicht könnte ich noch mal einen Schnabeltier-Kescher bauen. Aber ich hasse es, mich zu wiederholen. Ich hasse es, mich zu wiederholen. Ja. Was mir gerade einfällt, wir könnten ja eventuell unter Umständen quasi vielleicht eigentlich... Gute Neuigkeiten. Ich hab... Echt jetzt? Komm mit dir...